Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 18 im Franchise-Mode mit den Admin Neuen, das hier bei Because Gaming ist. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist unser sind die Gegner die Toronto Maple Leafs aus Toronto, wer hätte gedacht. Sollte eigentlich ein Selbstläufer sein, haben wir letzte Woche aber auch schon gedacht und es ging voll in die Hose. Von daher schauen wir mal, was heute geht. Der gute Lipinio hat mir mal den Rat gegeben, dass ich meine Kamera umstellen sollte auf Luft. Das habe ich jetzt mal gemacht. Wir werden es dieses Spiel mal ausprobieren. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Ja, wir simulieren das Spiel unseres Farmteams. Und Spiel, wehe, du lässt mich schon wieder hängen. Nee, tust du nicht. Maple Leafs mit einem schwachen Goalie. Wir auch mit einem schwachen Goalie. Aber ich finde halt, Brossoit ist kein wirklicher schwacher Goalie. Von daher schauen wir mal, was da geht, ob da was geht. Und gehen halt mal rein ins Spiel. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich bitte das zu entschuldigen, wenn ich hier mal die Nase hochziehe oder so. Und ja, wir starten durch. Connor McDavid gegen Austin Matthews. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Alter Vater. Ja, ich verstehe, was der Vorteil an dieser Kamera sein soll. Aber holy shit, ist das eine Umstellung. Aber müssen wir mal gucken, ob wir uns damit arrangieren können. Alter Vater, ist das eine Umstellung. Boah. Klar, von der Übersicht ist es halt deutlich besser. Das kann man nicht anders sagen. Aber ob wir halt damit klarkommen, ist die andere Frage. Wir werden es dieses Spiel mal ausprobieren. Ja, wir haben den ersten Schuss mit Sakara geblockt, aber Kadri kam halt direkt nochmal dran und konnte nochmal nachsetzen. Und damit geht Toronto 1-0 in Führung. Vielleicht hätte ich mal ein Testspiel mit der Kameraeinstellung machen sollen und nicht einfach direkt rein ins Game joinen sollen. Aber meine Güte. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Was zum Teufel war das? Holy shit. Hä? Wie? McIlhinney mit dem Save. Tyler Bojak gegen Ryan Strome. Oh, die geht an Strome. Nurse wollte schießen, wurde geblockt dabei. Als ob er den Puck drin hält. Alter Schwede, die outplay mich halt trotzdem noch hart hier von den Passwegen und so. Jokinen leitet den Konter ein. Hat aber halt so null Anspielstation. Oh, schöner Einsatz von Letetsu da. Sakara zu Larsson, der mit dem Schuss, aber am Tor vorbei. Malone kann sich den Puck dann nicht holen. Ah, Puck geht immerhin erstmal raus. Oh, Letetsu mit einem schönen Einsatz da. Nee, ach Malone. Oh, schön in den Slot und
Dann draufhämmern, aber nee, macht er nicht. Alter Vater, ey. Die Kamera macht mir noch ein bisschen zu schaffen. So, eine Minute noch in diesem Drittel. What the fuck? Das war auf jeden Fall der Pass, den ich gespielt habe. Ah, Nuge bringt nochmal den Schuss. Aber bringt nichts. 1-0 für Vancouver nach dem ersten Drittel. Nee, Toronto. Toronto, sorry. Nicht Vancouver. Wir machen mal weiter mit der Kameraeinstellung. Sie ist halt echt förderlich für die Übersicht, ne? Aber ich muss mich halt auch erstmal dran gewöhnen. Ja, das war nicht ganz so gut. So, Nash zu McDavid, der mit Tempo rein. Oh, schade, eigentlich schön auch. Boah. Nee. Oh! Wer, als ob er den Puck da behauptet. Was ist da denn kaputt? Komm! Was ist denn los hier? Also. Ich brauche eine Anspielstation. So, Nuge. Komm, na, kann den Puck nicht behaupten, Mann. Heieieiei. Ah, Bubblehead von Austin Matthews zu diesem Spiel. Dann holt euch den mal, ihr Toronto-Fans. Hallo. Oh Mann. Jo. Oh, schöner Pass zu Zach. Aber im 1v1 bin ich einfach schlecht in diesem Spiel. Mann! Die zusätzliche Übersicht gefällt mir, aber ja, ich weiß nicht. Als ob. Ey, dein Ernst, Pugliari. Nein!
Wie hat er mir da den Puck abgenommen? Nee. Bild aber knappig. Das gibt's nicht! Mann! Dreizehn Paraden hat der Typ schon. Er wechselt wieder nicht zu dem Spieler, zu dem ich hin. Drittel rum, 1-0 für Toronto. Komm, wir müssen mal einen erfolgreichen Angriff spielen hier. Sieben Bullies in zwei Dritteln, ey. Läuft. Dankeschön fürs Stören da. Oh Mann! Rick Nash mit dem Snipe auf die Fanghand, rein ins Eck. 1-1. Sehr gut. Ohne Assist, 11. Saisontor. Ausgleich, das war wichtig. Ja, okay, Larsson, geh halt nicht hin zum Puck. Maroon. Ey, wo holen die Kraft für die Checks immer her? Nee, jetzt bin ich aus Versehen auf eine Taste gekommen, auf die ich nicht kommen will. Dreizehn Minuten. 1-1. Oh, Jokinen, nennen, da musst du aber auch den Puck bekommen danach. Nee, nee. Oh. Was mache ich denn? Da, dankeschön. Eine Menge Rumgestocher da. Brossoir. Jetzt erlaubt ihr da bitte. Und. Ja, als ob du den drin hältst. Nö, das war doch. War das abseits? Bin immer nicht sicher, ob das abseits war. Hm.
Nurse? Bitte. Ja! Er fährt halt einfach durch. Maklet herzu, 2 zu 1, irgendwie 3 Minuten vor Ende des Spiels. 3,5 Minuten. Nice. Sehr nice. Assist geht auf Pugliavi, 5. Saisontor von Letetsu. Schöner Versuch von Nash. Guter Schuss aus dem Slot. McKillenny oder wie er heißt, kriegt noch seine Schulter hoch, deswegen geht er nicht rein. Boom! Aber Oscar Klefbom mit dem Strahl macht noch das 3 zu 1 hinterher. 2,5 Minuten vor Ende des Spiels. 2 Tore Führung. Sehr schön. Assist auf Connor McDavid. 5. Saisontor von Oscar Klefbom. Ja, da sollte der Pass eigentlich nicht hingehen. Ah, Fehlpass da in der Verteidigung oder... Fehlpass an die Blaue, sagen wir es mal so. McDavid mit dem Block. Ja. Der Goalie ist wieder drin. Als ob ich da mit dem Check nicht rankomme. Oh, Bruce war mit einem schönen Save da. Nuge mit dem ersten guten Block. Wie heißt der? Den passt eigentlich. Was? Jetzt gibt's auch noch eine Strafe? Wofür gibt's eine Strafe? Wofür gibt's eine Strafe? Ja, was ist das für ein Spiel? Zeig mir an, was der Schiri für eine Strafe anzeigt. Oh, Rorsch. Stockschlag. Gut. Ja gut, 11 Sekunden, 3 zu 1. Ich glaube, da sind wir recht safe. Zu 1 gewinnen wir gegen die Toronto Maple Leafs. Ich glaube, ich werde tatsächlich die Kameraeinstellung beibehalten. Vielen Dank für den Hinweis, Lipinho. Die Übersicht ist da doch nochmal eine ganze Ecke besser. Ich muss mich dran nochmal gewöhnen, weil gefühlt ist das Passen und Schießen anders. Es fühlt sich anders an. Aber wenn es hilft, ne, dann werden wir es auf jeden Fall beibehalten. Übermorgen geht es weiter gegen die Columbus Blue Jackets. Wir simulieren mal bis zu diesem Tag. Amateur-Scout ruft an. Ja, ja, ist in Ordnung. So, die wollen uns Campbell geben und wollen von uns Christopher haben. Nö. Oh, das wird ein spannendes Spiel, ey. 18 zu 10 zu 16 zu 13. Könnte eine enge Kiste werden. Ich sag jetzt mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen unseren Topscorer, Oscar Klefbom, 30 Spiele, 28 Scorer-Punkte. Das ist echt solide. Wir schauen mal kurz rein, wie es bei den anderen aussieht im Team. Spieler-Stats. Nach Punkten. Dann haben wir Rick Nash mit 28, Oscar Klefbom mit 28. Dann Milan Lucic mit 26, Leon Dreisaitl mit 24 und Ryan Nugent Hopkins mit 23 Scorer-Punkten. Damit haben wir schon 5 Spieler mit über 20 Scorer-Punkten. Das ist echt nicht schlecht. Dann folgen Maroon, McDavid, Letetsu, Sekera, McDonough, Benning, Pujujärvi, Strom und Jokinen. Auch alle noch mit über 10 Scorer-Punkten. Larsson, Nurse und Malone schließen sich da auch noch an. Das ist schon echt ordentlich. Und vor allem ist es ja über alle Reihen verteilt, ne?
Es ist jetzt nicht irgendwie nur die Top-Reihe, die das scoret. Es sind, ist über alle Reihen verteilt, die das scoren. Das finde ich super. Ja, so können wir weitermachen. Wir sind momentan auf Platz 2 der Pacific Division. 10 Punkte Rückstand auf die San Jose Sharks, die auch noch ein Spiel weniger haben als wir. Also ich denke, wir werden uns damit Platz 2 fast zufrieden geben müssen. Wobei, die Saison ist eigentlich noch lang. Ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zum Spiel gegen die Columbus Blue Jackets. Ich danke vielmals fürs Zusehen, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin und haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao.